Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Preis ist nice mit Hello. Von unten links nach rechts Jasep, Bramon und Christian. Hallo. 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 Sehr schön, dass ihr da seid, ihr vier. Dankeschön. Peter befindet sich auf einer Privatinsel und darum geht es heute auch. Marielle hat das vorbereitet, ein Privatinsel-Special. Peter ist der König von Mauritius. Das dicke Manni ist heute gefragt. Kann mir genau vorstellen, wie er mit der Krone auf seinem Thron sitzt und sich AKA-Klo. Und sich mit 50er Sonnenmilchcreme einreiben lässt. Richtig. Darum geht es heute, 10 Inseln. Einfach mit so einer Fettschicht, einfach damit die Sonne nicht durchkommt. Und wir starten mit der ersten Insel, die ihr bitte schätzen sollt. Oder der reibt sich mit Sonnenblumenöl ein, damit der knusprig wird. Oh, geil. Sieht auch gut aus. Es geht um, ich zeige euch das auch sofort, Leka Island. Wir nennen es Leka Island. 1,62 Hektar in Tonga im Pazifik. Und Tonga. Ach, das war der TO, Christian. So sieht die Insel aus. So könnt ihr euch das vorstellen. Kriege ich direkt meine eigene Endung mit dabei. Okay, ihr seht das Bild. So sieht die Insel aus. Also es ist nicht lecker von Kapital Bra. Aber es sieht auch lecker aus. Guck mal, was für ein geiler Strand das ist. Und zwar reden wir immer von Euro oder Dollar? Das wollte ich gerade sagen. Ihr schätzt heute nur Euro. Wenn, oder wenn Tonga in Muscheln abgerechnet oder was? Nein. Also ich kann euch ein bisschen, es ist auf Englisch, aber es ist eben in Tonga im Pazifik. Es gibt keine Gebäude auf der Insel. Aber es gibt eine Baugenehmigung für die Insel. Das ist doch mega alles geil. Zu bauen, was man möchte. Without binding agreements steht hier. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Problem ist, wenn du da baust, musst du aufpassen, dass nicht die Insel untergeht, weil halt das zu schwer wird. Ja, aber das ist doch wichtig, wenn ich krass rich bin, dass ich einfach die platt machen kann. Ich höre ja nicht mehr so gut, Anni, ne? Deswegen, hast du schon gesagt, wie groß die Insel ist? Ja, 1,62 Hektar ist die Insel groß. Das ist für euch 220 Meter mal 120 Meter. So, wenn man es rechteckig in meinen Vorgarten. Nicht angeschlossenen Insel an. Du hast weder Strom noch Wasser. Ja, aber das Wasser habe ich da eine Menge. Guck dir das Ding nochmal an. Das kaufst du dir ja nicht und setzt da dein Haus drauf und ziehst da hin und dann ist da deine. Also kannst du natürlich auch machen, aber ich hätte da eher mein Sommerhaus. Also da ist unser nächster LAN-Spot, Freunde. Ja, sehe ich auch. Also da ist unser nächster Team-Bildende Maßnahme. Ohne Abwasser und Kanalisation möchte ich nicht mit euch vieren in einem Haus. Aber Abwasser, du bist einfach ins Meer scheißen. Ja, das macht dann irgendwer. Das ist doch in Katar nicht anders. Da kommt auch so ein LKW und fährt halt dann zum Meer. Also das fände ich schon okay, da LAN zu machen. Für Peter müssen wir nur ein großes Sonnensegel aufstellen. Ich nehme mir eine andere Insel, die noch nachher kommt. Oh, die finde ich schon ganz sexy. Aber die könnte ein bisschen näher dran sein. Ich finde das irgendwie näher dran. Das ist eigentlich ganz geil. Vielleicht, also wir haben ja noch 9 andere. Und auf dem unteren Bild sieht das aus, dieses komische weiße Ding sieht aus, als wenn da schon so ein Strandplatz steht, wo man sich reinsetzen kann. Das Problem, was ich gerade auf den Bildern sehe, ist bekannt, weil das da am Strand auf dem unteren langgezogenen Bild, das sind doch bestimmt Vögel, gibt es da irgendwelche seltenen Arten, wo das Bauamt dann sagt, tut mir leid, aber in Tonga, weißt du, in Tonga regelst du Bauen mit Geld. Ja, aber da haben die doch auch sowas wie geschützte Tierarten. Also ja, die sind ja weltweit. Great Barrier Reef, alles da. Ich habe eine Frage, darf man da Muscheln mitnehmen? Wenn das deine Insel ist, und Sand. Die gehört dir. Sand. Ja, weil, wer weiß. Was hat das für eine Relevanz für deinen fucking Tipp? Wow, ich darf also, meine Fragen dürfen nicht gefragt werden. Okay, dann nicht. Ja, weil die dumm sind. Wow. Okay. Okay, ich weiß auch nicht. Dann schauen wir mal. Bitte alle, damit wir hier. So nicht, schauen wir mal, ob eure Tipps auch dumm sind. Wow. Ich bin wahrscheinlich richtig scheiße. Am meisten ausgeben würde Brammen. 24 Millionen Euro ist ihm diese Insel wert. Wir sind ein bisschen weiter voneinander entfernt. Sepp will genau die Hälfte geben, 12 Millionen. Also, ich bin dumm. Wenn ich mir so vorstelle, das ist schon eine schicke Insel. Ja, mit 80 Euro ist der Karren gut bezahlt. Ja, passt. Also, Christian sagt 3,2 Millionen und Jay würde so ein Auto, so 50.000 Euro. Ist was? Alter, das ist eine scheiß Insel. Alter, dann würde ich mir die ja sofort kaufen. Aber wo kannst du dir denn bitte so ein Riesenstück Land noch kaufen? Ja, wenn die, was willst also du nicht denn mal, da? Nicht mal hier in Deutschland kriegst du so viel Urlaub machen. Land, Bauland. Ja, aber in Deutschland habe ich wenigstens irgendwas. Also für 50.000 würde ich die auch kaufen. In der Nähe. Das ist einfach nur eine Natur. Das ist einfach nur ein Naturort. Ich kann Jays Argument schon verstehen, aber
das kommt immer drauf an, wie sehr sind denn die anderen Inseln, die man da links zum Beispiel noch sieht. Weißt du, wenn das so ein Promi-Place ist, abgebaut. Ne, wenn da hinten die Insel, die gehört Ben Affleck oder so, dann wird die Insel halt direkt auch teurer sein. Und es tut mir total leid, ich gucke in der Regel nicht irgendwo bei Immobilien-Scout oder sowas nach Inseln in Tonga. Nee, das ist doch nicht richtig, weil bei Immobilien-Scout wirst du doch keine Insel. Ja, dann halt Insel-Scout, was weiß ich, wie das heißt. Insel-Scout 24. Ich überrasche jetzt euch mal, diese Insel könnt ihr kaufen mit 327.593 Euro. Und damit ist Jay am nächsten Loser. Dran. Ja. 24 Millionen, Alter, ey. Also da könnte man schon, Christian, sollen wir uns überlegen, da eine Doppelhaushälfte drauf zu bauen? Ich bin gerade echt am überlegen, Freunde, bei 300.000. Ja. Safe no. Ja, also mein Grundstück hat 150 gekostet. Du wirst es ja auch... Sagen wir mal, die 2 Wochen, die wir da sind, da haben wir das dann. Den Rest des Jahres vermieten wir den Shit. Ja. Die haben nicht mal Internet da. Ja, Starlink. Ich ja gar nicht. Hä? Ich wollte gerade sagen, über Satellit hast du da Internet. Ja, und Starlink vielleicht, ist vielleicht voll ist auf gut. Der Nachbarinsel ja wirklich richtig dick ausgebaut. Du musst ja nur so einen Bootskarren haben, so einen Service, ja, der die Leute dahin fährt. Holt's euch, ich zahl dann Miete in der Zeit. Okay. Machen das richtig teuer für Jay. Nimm den aus. Dann komme ich nicht. Das ist verpflichtend Arbeit und so. Verpflichtend. Deine Mutter ist verpflichtend. Ja, für dich auf jeden Fall. Wir kommen zur zweiten Insel. Natürlich mich meine Frage nicht hat stellen lassen. Weil die halt komplett irrelevant waren. Nein, waren die überhaupt nicht. Für mich waren die sehr irrelevant. Wie viele Bäume stehen da auf der Insel? Wie viele Sandkörner sind da? Nee, aber man hätte ja vielleicht Muscheln exportieren können. Ich bin sehr gespannt, wann wieder kommt, dass Jay nicht zugehört hat und Sachen im TS nicht ankam. Ja, wirklich. Insel Nummer 2. Ich hab deine Hektarfrage nicht hinterfragt. Das stimmt. Das hier ist Insel Nummer 2. Sie sieht etwas ähnlich aus. Es ist darf ich da die Muscheln mitnehmen? Es ist Motu Rauru. Oh, das klingt nach Bahamas. Wenn du damit klarkommst, Jane, oder so zu sein. Nicht ganz. Es ist im Korallenriff von Taha in Französisch-Polynesien. Das ist im Pazifik. Und die Insel ist 80.900 Quadratmeter groß. Oh, 80.900 Quadratmeter. Ich möchte zu bedenken geben, in 5 Jahren ist die weg. Ich wollte auch gerade, vor allen Dingen, also die ist zwar... Kannst ja einen Deich bauen. Die ist jetzt nicht so klein, aber dadurch, die ist ja nur schmal. Das ist ja richtig guck mal, kacke. Wie hoch die ist. Die andere Insel hatte wenigstens noch so 3 Meter... Da könntest du Golf spielen. Klippe. Du hast... Ja, nee, also... zwischen den ganzen Bäumen. Da musst du ja auch noch Rasen hinkriegen. Du musst die Bäume wegmachen, Rasen hinkriegen und baust auf... Also, darf man da drauf bauen? Ich muss Sepp da recht geben. Du siehst da auf der rechteren Seite schon, dass das Wasser, da berührt sich ja schon fast von beiden Seiten. Also ich kann euch ein bisschen dazu erzählen. Die Privatinsel liegt in der Lagune von Taha, der in Anführungszeichen Vanilleinsel. Taha produziert rund 3/4 der Vanille Französisch-Polynesiens. Nicht der Welt, sondern von Französisch-Polynesien. Von Tahas Nordostküste nach Motu Rauru, also dieser Insel, sind es circa 3 Kilometer. Bora Bora, lieber Sepp, liegt... Nur, also 430 Meter des Strands sind Bora Bora zugewandt. Nein! Ich weiß nicht, wie weit Bora Bora weg ist, aber sind zugewandt. 380 Meter dem offenen Meer und 230 Meter des Strands sind der Nachbarinsel Wahine zugewandt. Da gibt's Kokospalmen, gibt's schöne Strände. Die ganze Insel ist ein Strand. Ja, es ist, mega. Also hier steht, es ist ideal als Privatrefugium oder zur Entwicklung für ein Resort geeignet. Das ist genauso toll, wenn du irgendwie ein Haus anguckst und dann ist das schon für Bastler, weißt du, so die beschönigen ja immer gern. Wenn ich mir dieses Foto angucke, wo sind denn da die schönen Strände? Die Bäume gehen doch alle bis ans Wasser. Ja, die musst du einmal weghauen, dann hast du direkt einen geilen Strand. Also what the fuck? Also es ist geeignet für ein Resort, das würde Jay dafür sprechen, finde ich, dass man da bauen darf, aber das steht hier konkret jetzt nicht. Oh, für ein Resort? Da sind wir schon bei Hotel. Wir ja, da kannst du auch, du kannst, weil das Wasser so seicht ist, also nicht so tief für alle, die sich verstehen, Dinger was auf das den heißt, aber kannst du so richtig tolle Stelzen-Dinger bauen, richtig Asche nehmen. Alles klar. Mit natürlich aber die Frage ist, war das, wenn dann, ich meine, das ist jetzt ein schöner Tag, war das dann mal so ein nicht so schöner Tag? Wir haben keine nicht so schöner Tag. Das ist ein nicht so schöner Tag, Bram. 20 Grad Minimum. Das ist jetzt auch gerade da Ebbe. Aber tatsächlich ist da, glaube ich, tatsächlich nicht so ein schöner Tag, weil du kannst Wolken sehen. Ja, aber die werden ja trotzdem mal auch einen Tag haben, der ist nicht nur nicht so schön, sondern der ist so richtig die, kacke, ja, dann die Welle auch mal irgendwie 10 Meter hoch ist oder so. Ja, das gibt es da nicht, Bram. Nee, meinst du? Glaube ich nicht.
Ansonsten, cool. Bram, das ist immer, du musst halt nur sellen können. Dann sind halt die Erlebniswochen. Ja. Los Vojos. Ja. Das sind Los Vojos in unserem Resort. So nämlich. Okay, ja, ich würde sagen, 40 Millionen, das ist dann passt das. Oh, das 80.000. Musst du aber auch einloggen, Jay, ne? Hab ich auch. Nice. Herbeigeloggt. Ja. Bram fehlt noch. Ja, Entschuldigung, in welchem Land waren wir nochmal? Bora Bora, Polynesien. Französisch-Polynesien, genau. Also Bora Bora hat jetzt tatsächlich bei mir einen ziemlichen Ausschlag gegeben. Da in dem Wort auf Französisch drin liegt, ist das schon mal 3 Millionen weniger wert. Als das heißt, du wirst dafür bezahlt, 300.000 von vorhin. Ja. Da müssen dann die kriegst du geschenkt für 2 Millionen. Da müssten dann auch überall aber Kreisverkehre stehen, oder eigentlich? Ja. Wie lange kann man zum Schätzen von so einer Kackinsel brauchen? Ja, also jetzt haben alle eingeloggt und fangen wir mal an. Die geringste Schätzung kommt von Christian. 3,2 Millionen Euro ist ihm diese Insel wert. Was hat Jay gemacht? Jay hat ein bisschen mehr geschätzt, 3,5 Millionen. Bora Bora. Das ist nicht so viel mehr. Ja, genau. Ich hatte 1,2, dann kam Bora Bora, habe ich nochmal 2 Millionen draufgehauen. Brammen sagt 8 Millionen und 90.000 Euro. Wie scheiße. Und Sepp sagt 17 Millionen 171.717 Euro. Ich finde das halt voll krass, dass das, also du kannst ja als Resort auch nicht da mal eben 17 Millionen zahlen. Weiß ich nicht, du brauchst einen guten Gönner. Und die Insel sieht aus wie so ein Säbel. Das finde ich ultra cool. Genau, das habe ich dann der Netz dann auch immer. Oder Urlaub auf Penis. Der Säbelinsel, Alter, geht richtig ab. Das ist die Urlaub auf der Penisinsel. Geil. Diese Insel kostet euch exakt 13 Millionen Euro und damit ist doch näher dran. Die eine Schmuh-Insel da gerade ist für nicht mal 500.000. Ja, die liegt ja auch in Tonga. Ja, aber dann will ich denn in Tonga? 12,5 Millionen Alter, Bora, mehr? Bora Bora, ich würde die sofort nehmen, ey. Außer die er legt doch zusammen mit sofort den anderen. Da komme ich auch zur Miete. Wenn dein Ressort da steht. So, jetzt kommen wir zu einer dritten Insel. 13 Millionen, ey, schon big. Und die ist vielleicht ein bisschen interessanter, weil die ist bebaut. Schauen wir uns mal an. Insel Nummer 3. Das verrottete Atomkraftwerk. Ach so, nein. Sieht so aus. Das sieht aus wie hier im Norden. Das ist europäisch, oder? Oder das ist Norwegen oder so. Es ist St. Elmo Island. 9712 Quadratmeter groß in Alexandria Bay in New York State in den USA. Moment, was? 1700 wie groß? 9712 Quadratmeter. Also ihr seht sie quasi komplett, die Insel. Ihr habt ja das Haus als Relation. Also die Insel ist logischerweise komplett Privatbesitz. Also da kommt jetzt nicht noch so ein Untermieter von dem Barackenhaus da hinten links, der da auch wohnt oder so. Nee, also ich glaube nicht, es ist rein privat. Der eklige Alfred, der da wohnt. Eben in New York State, in den USA. In den USA. Ja, situated in the heart of the 1000 Islands along Millionaire's Row. So steht das hier. Along Millionaire's Row. Ja. Das ist so aber ich finde das Haus Freunde. Irgendwie ziemlich billo, was da drauf liegt. Welches? Naja, dafür, dass das halt Millionaire's Alley oder was auch immer das war. Das rechts grade. Kannst du ja gar nicht ganz sehen. Ich finde das eigentlich ganz schick. Also ich würde jetzt mich nicht beschweren über die Häuser. Ich will mich da auch nicht beschweren, definitiv nicht. Aber das ist jetzt... Nicht irgendwie so, wo sich jetzt die Swifties hin verstecken Aber würden. Guck dir doch mal von den Ankern, der ist doch mega. Also schon. Weil ich nicht ganz verstehe. Du müsstest ja immer hin, du hast ja nicht mal einen eigenen Helikopterlandeplatz. Aber du hast einen Anleger für dein Boot. Aber warum hast du keinen Pool? Das verstehe ich halt null. Ja, vielleicht im Schatten. Da ist Wasser drumherum. Ja, willst du den geilen Hudson River da immer, wo die ganze Scheiße reingeleitet wird? Vielleicht ist ja auch das rechte Haus einfach alles Pool. Ja. Also das ist nicht, so viel kann ich euch sagen, jetzt bei New York ist es im Staat New York. Ist im Staat, sorry. Genau, ist bei Lake Ontario, da ist noch Kingston und so in der Nähe, ist ein bisschen weiter weg von New York City zumindest. Ottawa, Montreal ist da in der Nähe. Kingston und da sind wirklich super, super viele kleine Inseln innerhalb von dieser, das ist direkt quasi, also man könnte hier hinten am Wasser schon Kanada sehen, sozusagen. Da ist direkt die Grenze an dieser Insel dran, mehr oder weniger. Da sind super viele Inseln. St. Lorenz-Strom. Und da befindet sich diese Insel drin. Neben ganz, ganz vielen anderen. Direkt abziehen. Und die könnt ihr kaufen. Also da muss man jetzt auf jeden Fall was abziehen, weil das Kanada ist. Fast. Direkt 20% abziehen. Also es sind wirklich Inseln direkt nebendran. Also da könnte man theoretisch sogar rüberschwimmen. Aber alle Häuser und so weiter zählen mit, ja? Ja, du kaufst die komplette Insel. Also mit allem drum und dran, auch mit dem Anker da unten, mit dem schönen. Natürlich habe ich gekleckert. Den würde ich jetzt abreißen. Auch mit dem gelben Schild neben dem Anker, Muscheln sammeln verboten. Er ist aus Muscheln aus der Säbelinsel von... Ich finde den Anker irgendwie
Überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn die Leute mit dem Hubschrauber da rumfliegen, dann ist das schon cool. Der ist überflüssig. Ja, der sieht halt auch irgendwie nicht geil aus. So. Hey, wenn also du da mit deiner Yacht vorbeifährst, denkst du dir, boah, den geilen Anker. Ich finde, wenn du so das Haus, was so mittig ist, ja, dann siehst du da oben diese weiße Ecke. Von dem Balkon Dach. Oder was das genau, ist. Genau, von dem Balkon, Dachterrasse und so weiter. Wenn du davon, von dieser weißen Spitze oben, siehst du diese Rundung auf dem Hügel. Ja, ich finde, da sollte ein Helikopter landeplatzen. Ja, da kann man wahrscheinlich auch einfach landen. Das müssen wir geben halt den Fick da drauf, ob die einen Landeplatz haben oder nicht. Ist doch wie heißt nochmal die Insel? Helikopterplätze müssen verdichtet sein. Ich glaube, da scheißen die in Amerika drauf. Die Insel heißt St. Elmo Island. Elmo ist der Beste. Also. Hey, komm, also wir. Oh, nee. Zumindest mit dem besten Meme. St. Samson wird sich auch scheiße anhören. Tiffy wäre auch cool. Tiffy Island. Ja, Tiffy ist kacke. So. Ja. Eben war es eine IP-Adresse, das, was Bram aufgeschrieben hat, aber es ist. Also, ich 2, 1, 6, 8. Ich war erst bei einer fetten Summe, aber dann sagst du, das ist in Kanada. Und Junge, guck dir doch mal die Kaschem an, die da drauf gebaut sind. Ja. Kannst du bei Airbnb wahrscheinlich mieten. Ja, ohne Scheiß. Mit so, $50 die Nacht überhaupt. Ich hoffe, ich habe mir die Quadratmeter richtig gemerkt. So, jetzt haben aber alle eingeloggt. Es wurde nochmal kurzfristig geändert. Und die geringste Schätzung kommt von Brammen. 1.971.200 Euro. Kann man machen. Jay geht auf 3,3 Millionen. Sepp geht auf 5 Millionen. Und Christian auf 75 Millionen Euro. Oh, was? Ja, komm, okay, dafür sind die Häuser aber echt nicht schick genug. Ja, aber das Ding heißt Millionaire's Way. Das ist im Norden. Ja, reicht doch eine Million dann auszugeben. Du musst doch überlegen, der Norden der Amerikaner und da, wo Abgeschiedenheit ist, da ist doch teuer. Also echt? Kansas City hier, ich bin ja im NFL-Business drin, hier ja, Swiftie und Kelsey. Die haben sich für 5,5 Millionen eine Villa gekauft in Kansas nur das City. Haus. Ja, die plus ganze Grundstück. Villa mit Grundstück. Aber ja, das ist doch gar nicht so viel, oder? Aber in LA deswegen gar nicht 75 Millionen. Ja, aber in L.A. kriegst du dafür nicht mal ein Toilettenhäuschen. Ja, okay, richtig, wir reden ja hier von Kanada. Also wir haben eine Person, die ist relativ nah dran tatsächlich. Oh, gar nicht so. Das ist so ärgerlich, wenn mich so ärgern. Ich werde mich so ärgern. Ich wünschte das. Dieses wunderschöne Island mit den Gebäuden bekommt ihr für 1.731.561 Euro und okay, dann ist Bram am nächsten dran. Aber der Bram auch vorher näher dran gewesen. Na gut. 1 Million, kann man das machen. Ist ja voll läppsch. 1,7. Ja, sollten wir alles zusammenlegen. Ich finde das, also finde ich jetzt auch gar nicht so viel. Dafür, ey, guck mal, ich hätte 75 geschätzt. Also ich finde, guck mal, hat jeder seine eigene Hütte dann, Jay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die Insel oder eine Wohnung in Berlin. Ja. Ja, aber dafür würdest du. Also Berlin und Kanada, dann doch lieber Kanada. Ja, an Kanada. Also ja, dann lieber doch an Kanada. Dann lieber an Kanada. Das ist ja immer noch in den USA. Richtig. Okay. Und da bewegen wir uns jetzt auch nicht raus bei Insel Nummer 4. Die sieht so aus: Boah. Turtle Bayou Island in Texas. 6 Hektar groß, plus auch nochmal knapp 4 Hektar auf dem Festland gehören auch nochmal dazu. Kann euch gehören. Nahe Rockport in Texas ist eine Privatinsel, die ihr kaufen könnt. Es ist schwimmbar quasi across the channel. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich zum Festland, was ihr da auch seht, rüberschwimmen. Muss nur die Alligatoren kurz ab. Genau. Und wirklich kurz wresteln mit denen. Und dann und den Bullenhain vor allen Dingen. Ist jetzt so ein bisschen so wie bei City Skylines. Du kaufst dir da so ein Square und dann kannst du einfach deine City da hochziehen. Keine Ahnung. Also es ist etwas südlich von Houston, Texas, direkt am Golf von Mexiko sozusagen. Mehr oder weniger. Also, da waren wir schon mal. Da haben wir schon mal irgendwie was war das? In Google ist dein Freund. Nee, da bin ich schon geschwommen. Da wart ihr schon mal bei Google. Mexiko. Ja, bei Google sind wir da schon mal. Haben wir da so eine Insel gesucht? Ja, da waren das wir war schon mal bei Google. Doch, da hat Bram tatsächlich recht. Da haben wir die so einen Hersteller gesucht für irgendein mexikanisches Ding. Auf so einer kreisrunden Insel, die Tabasco? Da mit drin ist. Ja, irgendwie sowas. In dem Exposé steht noch ganz unten drin, Islands in Texas rarely come up for sale. Also in Texas gibt es selten Inseln, die man kaufen kann. Zumindest laut diesem Exposé. Vielleicht... Ja, könnte das so ein Tipp sein, wie damals. Groß war die nochmal bitte? Preis ist neu. 6 Hektar, die Insel, und dann nochmal knapp 4 Hektar auf dem Festland. Und wie viele Hektar sind denn nochmal Quadratmeter?
Das sind richtig ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Ah, okay. Tja. Also 100 Quadratmeter. Ich wollte gerade meine Matheleistung ist aber auch wieder hier 10. Darf ich die, gehört die Brücke dann auch dazu? Kann ich die auch kaufen? Ich glaube, alles, was da draufsteht, Jay, gehört dir auch. Ich denke auch, die da ja. Alles, was du sehen kannst, mit du meinst den kleinen Holzsteg, der da drauf ist? Ja, ja, ich glaube, den kannst du haben. Das ist die Golden Gate Bridge, ja, von Texas. Also hier steht noch im Exposé, direkt im zweiten Satz, dass man da schon Fußabdrücke von Rehen gefunden hat. Das ist scheinbar cool. Ein krasses Ding. Okay, das heißt, das ist ja noch günstiger, weil das ist wahrscheinlich sogar nach der Saison ist eröffnet. Wenn ich bei WC im Wald bin, habe ich auch Fußabdrücke von Rehen schon gefunden, Alter. Und es wurde geschützt, weil das so gut gelegen ist, zumindest beim letzten Hurricane ist der Insel nichts passiert. Also, da steht nicht, dass es komplett raus ist. Ja. Wirklich. Wow, die Brücke steht. Richtig. Aber kommen da nicht 6 Hurricanes im Jahr durch? Ja. Wissen viele Texas? Gar nicht. Nee. Mount Everest ist auch nichts passiert beim letzten Hurricane. Ja, ne? Ja, mega. Steht genau so viel. Alter, was ein also Schrott in New Orleans hätte ich da mehr Bedenken mit Hurricanes oder Florida. Hurricane, ja, der hat schon ganz gut angefangen. Hurricane, Alter. Ja, also in München ist ja auch ein krasser Hurricane, ey. So, wir warten weiterhin auf Bram. Ey, was ist denn hier los heute, Bram? Bram ist einfach so langsam. Ich versuche einfach mal hier immer alle Informationen zu gelten. Ey, Bram, du versuchst wieder die Muscheln. Komm, ich frage für dich, darf ich die Muscheln mitnehmen? Weiß ich nicht, ich werde es euch sagen, wenn es hier steht. Aber dürfte ich bauen? Ja, ich glaube, das hat er gesagt, oder? Steht nicht da, also... Hä? Es steht nicht da, dass man da bauen darf. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dann ausgeschlossen ist, aber wenn es hier gehört, also das heißt hier gar nichts an. Wenn es ein Naturschutzgebiet ist und dann in Deutschland, dann auch, wenn dir in Deutschland ein Stück Land gehört, kannst du auch nicht einfach sagen, das gehört mir, da baue ich jetzt einfach mal hin. Er liegt in Texas, der mit der größten Waffe hat die Entscheidung. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher, ob du den Gouverneur kennst oder nicht. Habe ich nach Ölborn ist noch wichtig. Mit dem er Yeehaw gemacht hat. Was ist denn Yeehaw machen? Ja, es ist quasi der texanische. Mann, bist du blöd. Hat Bram jetzt endlich geschätzt? Ja, alle haben ihre Schätzung abgegeben. Ich finde das auch total schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, einfach machen, ey. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass eine Bauchentscheidung. Die höchste Schätzung kommt auch von Brammen. 2,8 Millionen Euro, sagt er, kostet diese Insel. Die zweithöchste kommt von Sepp. 600.000 Euro ist er noch bereit hinzublättern. Christian sagt 80.000 Euro. Ach du Scheiße, also noch niedriger. 80.000 kaufe ich die. Und Jay sagt 25.000 Euro. Wait for it. Also, wait for it. Das sind 10 Hektar Land für 80.000. Ja, aber da kannst du da im Endeffekt nichts mehr machen. Wait for it. Ja, das ist halt kein Landwirtschaftsland oder sowas. So. Diese Ahnung, Insel was willst du damit? Bekommt ihr für 1.825.159 Euro. Ach, und damit wofür? Ist Brammen tatsächlich näher dran. Wie viel hat Brammen? 2,8 Millionen, also knapp eine Million mehr und du hast 600.000. Du bist über eine Million entfernt. Fuck. Ja. Aber pass auf, aber ich hab da mal eine Jay, ja, ich meine, selbst wenn du nichts machen kannst, wenn du 25.000 nimmst und das sind 10 Hektar Land, dann kostet dich ja Quadratmeter 25 Cent. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig gerechnet ist, aber was soll ich denn drauf an, was das für ein Land ist? Ja, richtig. Also ich hätte zum Beispiel so für mich so, selber, liegt die Insel Nordkorea, ist die halt auch nichts wert. Wenn du da eine Ranch machen kannst, ja, okay, klar. Ne, dann, aber allein der Bodenwert ist, also Grund. Ja, aber der Bodenwert bringt dir ja nichts, wenn du damit nichts machen darfst. Ja. Wir kommen zu Insel Nummer 5, die mir jetzt ein kleines Problem machen wird, weil das Exposé ist gar nicht mehr online. Das ist nicht aber schlimm. Aber wir machen das trotzdem. Insel Nummer 5. Andi, du hast immer noch ein Bild vom so Exposé. Aus. Genau, so sieht die Insel aus. Es ist wunderbar. Die Insel heißt Furuskär. Da sind Nadelbäume. Boah, das ist das für ein Quatsch? Die Insel, ja, fast. Es ist Finnland. Ein Hektar groß. Russland. Und zwar verteilt auf 2 Inseln. Also insgesamt 1 Hektar kauft ihr da. Es sind aber 2 Inseln. Die seht ihr auch da vorne das und da hinten das. Ey, Andi. Ja. Darf man das überhaupt kaufen? Bei den nordischen Ländern ist das sehr häufig, dass du da als. Ja, sonst gibt's ja kein Exposé. Ja, genau, gibt ein Exposé dazu. Also. Ja, aber du darfst doch als Finne darfst du da dann, aber als Ausländer darfst du in vielen nordischen Ländern, und ich weiß nicht, ob Finnland dazugehört tatsächlich, gar keinen Grund. Echt? Aber krass, in Dänemark zum Beispiel Europäer. Darfst du nicht einfach ein Grundstück kaufen. Darfst du nicht.
Als hat Finnland nicht den Euro? Nee, du kannst nicht als Deutscher sagen in Dänemark, ich kaufe mir jetzt ein Stück Grundstück. Da musst du erst irgendwie eine gewisse Zeit da wohnen. Aber Europäische Union und so weiter, kann man aber hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Grundstück. Ich meine, also ein Freund von mir, ist, der kommt aus Tönnland, also der ist Däne und der meinte, du musst da erst eine Zeit lang wohnen und auch einen Job haben und so weiter. Du kannst da nicht einfach Land kaufen. Also wenn ich da nicht schmarotzen darf, okay. Aber, aber ich darf doch als Europäer, kann ich mich doch nicht benachteiligen. Warum denn nicht? Who knows? Das ist deren Land. Genau. Ja, aber die sind ja auch Europa. Also wenn die innerhalb der EU sind, dann dürfen die mich doch nicht benachteiligen. Vielleicht wollen die ja nicht, dass die Chinesen einfach Finnland kaufen. Das ist aber kompletter Quatsch. Ja, keine Ahnung, ich finde das jetzt auch nicht so falsch. Die können mir auch keinen Job verwehren da, weil ich Deutscher, wenn wir innerhalb der EU sind. Ich kann da auch einfach hinziehen. Das ist doch Reisefreiheit und so weiter. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Oder nicht? Also hast Bram würde gerne Inseln kaufen in Finnland. Also das mit dem Hinziehen nehme ich ja sicher ein. Hey, vielleicht stimmt das auch einfach. Ich denke mir gerade so, wenn ich da hinziehen kann, dann möchte ich da wohl ein Haus kaufen dürfen oder eine Insel oder so. Oder vielleicht möchte ich da ja wohnen. Dafür muss er ja erstmal 5 Jahre per Miete wohnen. Ja, Finnland, 1 Hektar. Kann man da bebauen, Andi? Also, ich habe jetzt mal hier die Wayback Machine angeworfen und das Exposé hier aus den Tiefen des Internets nochmal rausgekramt. Nice. Ja. Die Inselgegend zwischen Finnland und Schweden ist sehr beliebt, steht hier. Circa 30 Minuten mit dem Boot entfernt liegt der Hafen von Rymetyläjoenranta. Da ist Methyl drin. Ja. Was sind Methyl denn so? Zwei Inseln, wobei die kleinere lediglich ein steiniger Felsvorsprung ist. Cool. Geil. Auf der Hauptinsel, das sieht man auf dem Bild jetzt nicht, ist eine Hütte, ein Saunahaus und ein kleiner Schuppen. Oh. Es besteht allerdings die Möglichkeit für weitere Bauten, da Genehmigungen für bis zu 4 Hütten vorliegen. Elektrizität kann über einen Generator gewonnen werden und es gibt kein Abwassersystem. Also, ja, gut, das ist ja jetzt nicht verwunderlich. Du hast halt See drumherum, ne? Ja. Ja. Also, das sind die Infos, die mir hier vorliegen. Boah, das ist aber krass, Alter. Du hast schon eine Sauna drauf, das ist ganz schön nice. Also, was kostet die Sauna? Ein Zwanni, sag ich mal. Ein Zwambo. Ein Zwambo. So. Mit probieren Switche. Wir das mal damit. Unser Glück. Einfach machen. Einfach machen. Ja. Aha, guck mal, Bram hat auch eingeloggt, Christian. Ja, finalisiert auch. Bin ich der Letzte. Sehr gut. Aber Bram ist der Höchste. 4,599254 Millionen. Also 4.599.000 sagt Brammen. Christian sagt 1.417.010 Euro. Ja, weil das Bild ist 141701. Ah, über den Tipps meinst du. Ja. Jay sagt 240.000 Euro, also da gehen wir jetzt unter die Million, auch unter die 500.000. Und Sepp unterbietet das nochmal, 125.000 Euro, sagt er. Ich weiß nicht, ich finde das einfach, ich würde dafür nicht eine Million zahlen. Das ist auch nur 1 Hektar. Genau. Das ist nicht viel, ja. Aber also, vielleicht ist Sepp da auch nicht falsch. Ja, keine Ahnung. Diese beiden Texas hat mich schon überrascht. Inseln in Finnland bekommt ihr für 429.000 Euro. Und damit ist Jay am nächsten dran. Das ist doch kacke. Das ist so random einfach. Weißt du, Texas kostet einfach 1,4 Millionen oder so. Oder diese, wobei die ist eigentlich für 1 Hektar. Aber Finnland ist doch geiler. Das ist halt auch schon teurer. Das ist halt viel, viel teurer als Texas. Der Hektarpreis. Da hat auch schon eine Sauna drauf, ja. Ja, die scheiß Holzhütte, Alter. So Toilettenhäuschen mit dem Herz drin. Super. Wir gehen wieder in die USA mit Insel Nummer 6, die ihr bitte schätzen dürft. Und sie sieht so aus. Oh, schick. Es oh, ist nice. Pumpkin Key, so Alter. Heißt die Insel. 10,5 Hektar mit 465 Quadratmeter Wohnfläche. Ihr seht ja die Gebäudestruktur da unten. 465 Quadratmeter ist das groß. In Florida Keys in Miami, nahe Miami. Nice. Extraordinary private island close to Miami. So wird das hier beschrieben. Mit eigenem Bootsanleger. Also wenn ich mir die Nachbarschaft im Hintergrund da angucke, dann sind das jetzt nicht so arme Leute, oder? Wobei, die Häuser sind schon sehr eng zusammen. Mm. Ja, aber du kriegst ja die coole Insel, wo nur ein Haus draufsteht. Ja, das ist ja richtig, aber wenn die Nachbarschaft halt, naja, eher so geht so ist, ne, dann... Aber du hast ja keinen Nachbarn, du bist ja dein einziger Nachbar. Also für euch zur... Zur Einordnung, Miami, direkt südlich von Miami, da ist so eine Inselgruppe, bis also ganz unten Key West, da liegt diese Insel, also im Norden. Noch geiler. Florida Keys wollten wir damals mal hinfahren, haben es nicht hingekriegt, aber da soll der Strand halt so unfassbar geil sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das billig ist. Da war ich auch schon. Also wenn das jetzt wieder 40.000 Dollar kostet, ne, dann schrei ich aber.
Also das Haus ist sicherlich cool und so weiter, aber was soll ich denn mit den anderen 9,8 Hektar machen? Durch den Wald laufen. Das ist ja nur Wald. Da hinten, nee, da hinten hast du doch einen Fußballplatz. Da ist noch ein Anleger, da kannst du ein Poolhaus hinbauen. Oder du verkaufst dann Holz an Ikea. Neun so Short. Gute Pumpkin Island Holz, ey. Ja, dann machen die daraus Smörk oder so, irgendeinen geilen Schrank. Ein Smörebrö, ja. Und dann geht ab. Also es wird hier direkt vorgeschlagen im Exposé, was man mit dieser Insel machen könnte. Oh, was denn? Hier steht, man könnte aus dieser Insel einen Privatclub machen. Ja. Und bis zu 12 Homes steht hier. Ich weiß nicht, ob damit Gebäude gemeint sind, wahrscheinlich schon. Könnte man da noch drauf bauen. Und das dann quasi vermieten oder wie auch immer, verkaufen, whatever. Airbnb. Und hier steht, auch das finde ich sehr interessant, also es sind nur 10 Minuten zum Miami South Beach mit dem Helikopter. Ja, ich habe geschitzt. Ich habe auch geschisst. Gut, alle haben eingeloggt und bei Sepp muss ich mal, wie sie das sind. Alles klar, okay. Schwer an, der muss man auch mal sagen, ey. Ja, nee, ich hab's. Hab ich dich vertan? Nee. Okay. Nein, ich hab nur gezählt, wie viel du da geschrieben hast. Also soll ich einfach, kann ich einfach auch sagen, 8000? Das könntest du auch, ja. Ich dachte, du willst die Nullen auch haben. Einfach sagen 8000, kannst du von mir sagen. Ja, ich muss es ja nur identifizieren. Die höchste Schätzung kommt von Jay. 14.250.000. Das ist ja belastend. 123. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja belastend. Ich fand mich sogar relativ niedrig diesmal. Aber nicht viel weiter entfernt ist Brammen. 13.370.000, also etwa 1 Million darunter. Ja, okay. Und etwa noch mal 1 Million darunter ist Sepp, 12 Millionen. Ey, sag mal, wenn ihr niedrig tippt, bin ich viel zu hoch. Wenn ihr hoch tippt, bin ich viel zu niedrig. 5,4 Millionen, sagt Christian. Ja, oh, das ist aber auch. Ja, also wie gesagt, das Haus in Kansas City, wo nichts ist, kostete 5,5 Millionen. Und jetzt hast du Florida und eine geile Insel. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon teuer ist. Aber hätte nicht gedacht, dass ich der Höchste bin. Diese Insel kostet euch 88.918.008 Euro. Was? Da habe ich ja ein Schnäppchen gemacht, ne? Ja. Alter, Jay. 95 Millionen US-Dollar sind das. Bei wer bietet mehr, hättest du jetzt ein gutes Plus auf dem Konto. Ja. Weiß ich nicht, da kann ich eigentlich nur, wenn dann 30 Punkte machen. Also sehr, sehr teuer, diese Insel. Und dann kommen wir zur Insel Nummer 7. Was letzte Preis meinst du? Insel Nummer 7. Wir gehen wieder zurück nach Europa. Die Insel sieht so aus. Da ist wieder Schmutz. Oh, was haben wir denn da? Das ist Italien. Ja, oder das ist Griechenland. Achtung. Oder Griechenland. Diese Insel heißt Santa Maria Island. Oh, okay. Spanien. Spanien vielleicht? Nee, in Italien, warum auch immer die so heißt. Also bei Sizilien ist das Ganze. 11,5 Hektar. Das ist eine Mafia-Insel, da liegen bestimmt ganz viele Tote. 11,5 Hektar groß zwischen Trapani und Marsala. Maschallah, Digga! Das ist aber nicht da bei der Insel, wo wir mit Peter mal drüber geguckt haben, die so ultra teuer ist, oder? Ja. Weiß ich nicht, also sie ist in der Nähe von Palermo. Den Kopf gesetzt, ja? Richtig assi. Gibt's denn da noch mehr als eine Treppe und eine Laterne? Ja. Aber hey, Laterne heißt, da gibt's Strom. Also Steg ist auch noch links, glaube ich. Also da ist ein Haus drauf gebaut. Das seht ihr auf diesem Bild jetzt nicht. Das sieht eigentlich auch ganz schick aus. Ist eine komplett private Insel mit Motorboot 15 bis 20 Minuten zu Marsala. Also ist nicht so weit weg. This island has facilities of access as there is a domestic airport, Vincenzo Florio. There are flights from Roma going to Vincenzo Airport and with sea crossing it takes only over 30 minutes to reach this island. Also auf dieser Insel ist kein Flughafen, so liest sich aber erst. Bis zum Flughafen ist es ja. Ja, es ist nur 30 Minuten, wenn du ein Boot hast. Ja. Aber wie gesagt, die Laterne heißt ja, da ist Strom auf der Insel. Ja. Oder ein Generator. Da ist kein Stromgenerator, ne? There is no pollution, steht da. Ja, dann hast du da irgendwie Solarzellen oder sowas. Ja, gut, also das ist ja auch okay. Schön. Ja, also electricity is produced by a generator, also no pollution. Weiß ich nicht, weil es ein Dieselgenerator wahrscheinlich ist, aber gut. Das finde ich auch wieder so schwer, wenn du gerade gehört hast, dass die gleiche Insel 88 Millionen gekostet hat. Ja, ist richtig scheiße, ey.
Also sie ist ja dieselbe Größe gewesen. Was noch relevant ist, die Wassertiefe ist nur 1,5 Meter. Das heißt, man könnte auch rüberlaufen. Damit können nur kleine Boote diese Insel erreichen und jetzt nicht eure AIDA, die ihr euch gekauft habt. Nicht meine Yacht. Ja. Das heißt, in 10 Jahren ist das Wasser einfach komplett weg. Das Wasser ist nur 1,5 Meter. Ich denke, der Meeresspiegel steigt. Wird einfach besser. Ja, aber das ist wahrscheinlich ein See und kein Meer. Genau, aber die Frage ist ja dann, wenn sich das Wasser zurückzieht, kriegt dann Jahr für Jahr mehr Insel? 1,5. Hast du eine Quadratmeterzahl von dem Haus? Steht hier leider nicht. Doch, 460 Quadratmeter. What? Ja, a mansion steht hier. Und es gibt noch eine kleine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert. Ist auch noch drauf. Oh, denkmalgeschützt. Ändert nichts an meinem Preis mehr. Bram ist der Erste, der eingeloggt hat, übrigens. Aber warte mal, ich hab da. Oh shit, ich hab nicht den. Sepp, kannst du dich bitte mal beeilen? Ja, wirklich. Mein Gott, ja. Gut. Okay, alle haben eingeloggt. Wir beginnen diesmal mit der geringsten Schätzung. Sepp, 3,2 Millionen Euro. Oh. Ja, dann Christian sagt 14 Millionen und jetzt wird's interessant. Jay sagt 24 Millionen 420.420 Euro und Brammen sagt 24 Millionen 999.999 Euro. Okay, das ist hart ärgerlich jetzt. Habe ich wenigstens nach oben offen. Hey, du hast nach unten offen, ist doch gut für dich. Ja, nach unten offen bis, keine Ahnung, bis Christian. 20 Millionen. Die richtige Antwort, diese Insel kostet 17 Millionen Euro, klappt. Ja, so und damit ist Christian am nächsten dran. Stark. Dein erster Punkt, Christian. Ja, die gönne ich mir auch. Die ist krass. Die wäre die erste, wo ich sagen würde, da könnte ich mir ein Sommerhaus vorstellen. Bei Italien ist auch nicht so weit, ne? Ja, aber du hast vom Prinzip her so ähnliche Gegebenheiten mit den Inseln. Ey, das ist einfach mal 60 Millionen Unterschied. Ja, Miami und Sizilien sind jetzt auch ein bisschen. Nee, das war Florida. Ja. Auf diesen Billiginseln würde ich aber nicht wohnen wollen. Miami ist Florida, Jay. Ja, das ist richtig. Hat er gerade nicht Texas gesagt? Nein, die andere Insel. Ja, vorher die andere war doch Texas. Texas. Also genau, wir hatten noch Texas. Ich dachte, du meinst die 88. Sind wir aber nicht mehr in den USA. Auch. Insel Nummer 8 sieht so aus. Ui. Ja, ist nicht so groß. Malediven. King Louis Island Resort heißt diese Insel. Ja. 0,4 Hektar in Belize. Das ist in Zentralamerika, wenn ihr das nicht wisst. Und wie lange ist sie wohl noch da? Tja. Was ist das Runde da unten? Ist das ein Trampolin, das ein womit du ins Meer hüpfen kannst? Ja, ich glaube schon, das finde ich ziemlich sexy. Das finde ich ziemlich geil. Nee, ich, ja, das genau. Ist ein Pokerschiff. Trampolin das unter die Wasseroberfläche machen, ja. Das ist eine richtig gute Idee. Was haben die da gemacht? Ich hab, hast du das gesehen mit dieser Amerikanerin, die das gemacht hat? Kennst du das Video? Die hat ziemlich Schmerzen. Ja, wo die hat im Pool, hat die auf dem Boden Trampolin gemacht, meinte, voll cool, jetzt kann ich im Wasser Trampolin springen. Da ist sie mit voller Wucht auf dieses Trampolin gesprungen und dann kam die Scheiße. Oberflächenspannung. Aua. Und hat gesagt, nein. Alter, Scheiße. Das war cool. Ja, nur für sie nicht. Wie viel Wohnfläche ist da drauf? Das steht da leider nicht. Also für Scheiße. Euch zur Info, die Insel ist 10 Meilen von der Küste entfernt. Also die ist echt schon weit draußen, kann man sagen. Es sind diese kleinen Hütchen, die da drauf sind, in jeder ist ein Kingbett oder zwei Betten, je nachdem, ein komplett privates Bathroom, was auch Sinn macht irgendwie, weil ja, mit warmem und kaltem Wasser sogar, geil. Eine private Terrasse und Treppen, die nach unten gehen, ins Wasser direkt. Also man kann quasi, ein Stockwerk ist dann das Meer. Ja. Also da muss ich jetzt sagen, würde ich jetzt nicht fragen, wo da der Pool ist, weil da sieht das Wasser so aus, da würde ich mir das immer geben, anstatt dem Pool. Ja. Kostet wohl im, wie war das, wo war das, in was? Belize. Und was ich sehr interessant finde, hier steht ein Satz, a pirate theme inspires the imagination of the guests. Ja, also läuft einfach über Lautsprecher die ganze Zeit die Flucht der Karibik. Ja. Richtig. Dup, 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 dup. Und das reizt dann die... Im Dauerlauf, immer. Auch nachts. sind das eigentlich irgendwelche norwegischen Runen von Hafart da, die im Wasser sind, oder? Ja, ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Fängst du da deine eigenen Fische, damit du dich selbst versorgen kannst? Das sind bestimmt Haie, so riesengroße. Also die Häuser sind bunt angemalt, ja. Das seht ihr da nicht auf dem Bild. Die haben viel Hunger. Ein Häuschen ist rot, das andere ist so ein bisschen blau-gelb. Ja. Alle blau. Kannst du das Bild von dem Haus, das würde mich echt interessieren. Aber das darfst du nicht zeigen, ne? Ich kann es gerade nicht zeigen, ich kann es euch gleich zeigen, wenn ihr wollt.
Und alle haben eingeloggt und die höchste Schätzung kommt von Brammen. 10 Millionen und 1 Euro, sagt er, ist das wert. Sepp sagt 6 Millionen. Jay sagt 4.550.789. Ja, und Christian sagt 4 Millionen glatt. Ich bin am Arsch. Jay ist am Arsch. Ja. Diese Insel bekommt ihr für einen interessanten Preis. Und zwar für 3.300.330 Euro. Und das ist Christian. Das erneut. Ist ja ein interessanter Preis. Woo! Ganz viele das drei. Das ist ein interessantester Preis. Aber wenn man tatsächlich sechs teilt, also, kriegt jeder eine Hütte. Also, wenn du dir das mal anguckst mit den anderen Inseln, ne, die eine war halt irgendwie nur für 600.000 oder so zu haben. Dafür musst du da ist halt nichts drauf. Da kriegst du halt für 3, irgendwie Millionen. Oh, das sind die Häuser schon fertig. Ja, da sogar mit Solar, also die sind modernisiert. Schick. Ja, aber guck mal, Christian, in 2 Jahren hast du da nasse Füße. Weiß ja gar nicht. Kannst du das Haus nochmal zeigen, Anni? Jetzt habe ich es zugemacht. Okay. Das ist gar kein Problem, Sepp. Du säbelst dann einfach die Pfosten unten im Wasser ab und dann schwimmt das Ganze. Ah, auch. Jo, stimmt, dann machst du so Ballons drunter. Du machst einen Anker dran, ja. Oh, einen Anker. So, nee. Ja. Ja, dann schwimmst du ja weg mit deiner ganzen Insel. Ja, das ist halt cool, die schwimmende Insel. Ist doch super. Jeden Tag woanders. Wie bei Waterworld. So. Jetzt, ich glaube, jetzt wird's wahrscheinlich mit die spannendste Insel, die wir heute Abend im Portfolio haben. Ist Insel Nummer 9. Hat die auch einen interessanten Preis? Im Bodensee. Nee, aber also es ist. Oh. Guckt euch das einfach mal an. Das ist auch richtig. Ach du Scheiße. Südamerika können wir uns kaufen. Geil. Das ist Keralbo Island. In Mexiko befindet sich die nahe La Paz und sie ist, Achtung, 14.164 Hektar groß. Was? Also extrem viel größer als alles andere. Sowas? Ja, niemand, deswegen ist sie auch zum Angebot. Aber hey, also wenn. Aber für was würde ich die kaufen? Wenn in 50 Jahren der Meeresspiegel um 3 Meter gestiegen ist, Uran dann ist das halt vielleicht wieder cool. Mich würde mal sehr interessieren, hat man bei. Uran! Hat man bei. Also wenn das im Privatbesitz ist. Ey, vielleicht willst du ja deinen Jurassic Park darauf eröffnen, wer weiß. Also kannst du, ne? Nur zur Vergleich, 26 Kilometer lang ist diese Insel, 141 Quadratkilometer. Die höchste Erhöhung ist 700 Meter über normal Null. Wir haben eine Gebirgskette natürlich. Ja, aber du hast keinen Meter, der gerade ist. Wie kommt da überhaupt sowas? Ist das sicher richtig, dass da nicht ein Baum draufsteht? Also, kann sein, ja. Oder ist das so weit rausgesucht, dass man nicht sieht, nee, dass das Bäume sind? Könnte sein, dass da keine Bäume wirklich stehen. Gibt es da Gebäude drauf? Nein, ich glaube nicht. Habe ich da eine Uranabbaugenehmigung? Oder Baugenehmigung? Also wirklich wie bei Civ, so diese entlegenen kleinen Pissinseln, ne? Die haben immer wertvollsten Schätze. Wenn das auf der anderen Seite, die man nicht sieht, nicht anders ist, wirst du da halt auch, dann musst du halt den Berg komplett planieren. Mega gut, oder? Ja, gut, ich meine, wenn du dir so eine 14.000 Hektar Insel holst, dann ist dir, glaube ich, scheißegal, dass du da einen Berg wegplanierst. Aber Christian, wenn du den ganzen Berg wegmachst und dann würdest du einfach links und rechts ins Meer schütten, guck mal, wie groß die Insel dann wäre. Ja, aber das ist dann wieder die Frage da. Wie kommt sowas überhaupt in Privathand? Also, verstehe ich auch nicht. Von der Größe her meine ich alleine schon. Und ja, irgendwer hat mal damals gemeuchelt, glaube ich, da. Also hier steht, die Erschließung von Keralbo Island erfordert die Installation eines Energiekraftwerks, einer Entsalzungsanlage für das Trinkwasser und einer Abwasseraufbereitungsanlage für Rückgewinnung und Wiederverwertung des behandelten Abwassers zur Bewässerung der Grünflächen. Solarenergie könnte genutzt werden. Also sie ist nicht wirklich erschlossen. Da sind keine Gebäude drauf. Da hätte ich nicht wirklich erschlossen. Das ist eine gute Umschreibung. Ist das ein Könnte oder ist das eine Vorgabe? Weil mich würde bei so einer Größe auch interessieren, hat man irgendwelche Verpflichtungen? Also hier steht erfordert. Ich will auch sagen, kannst du mal, wenn du willst. Weil zum Beispiel hier, keine Ahnung, so ein Schloss, hier das Wasserschloss in Düsseldorf, das konntest du auch kaufen. Das war auch nicht so teuer, aber dafür ist das halt denkmalgeschützt. Du musst das für die Öffentlichkeit zugänglich machen, inklusive dem Park und. Die Auflagen sind so krank gewesen, inklusive der Renovierungskosten, dass alleine das den Preis schon unfassbar in die Höhe getrieben hat. Ja, und was ist, wenn der Tag krasse Mineralien drunter sind? Wie hieß denn das Wasserschloss? ich weiß nicht, Benrad war das nicht. Gibt so viele Schlösser. So, Christian, bist du fertig? Ach, ja. Okay,
Dann haben alle eingeloggt und wir beginnen mal mit der geringsten Schätzung diesmal. Die kommt von Sepp. 12 Millionen was? Euro. Ja, ich hab deswegen kurz überlegt, ob ich 1 Euro tippe. Aui. Aui. Brammen sagt 14 Millionen Euro. Aui. Christian sagt 120 Millionen Euro. Ja, schön. Also ich hab nach oben getippt, nach oben offen. Jay bindet die obere Grenze 2,2 Milliarden Euro. Was? Wunderbare ja, Insel. Also Junge, du hast 80 Millionen für 10 Hektar gezahlt. Über so eine Immobilien-Scout-Webseite, was haben die denn für einen Share? Ich verstehe nicht, Alter, die einfach eine Insel Makler. Und dann sind die einfach rich. Das 7, kann ich 7% dir nicht mal sagen. Maklerprovision. Ja, wirklich. Ja, aber pass auf, ich bei der 80 Millionen Insel Jay bin ich bei dir, aber ich dachte mir so, hier kann ich nichts draufbauen. Also die haben ja auch auf mit. Kreta Sachen gebaut, so. Alter, Kreta sieht im Vergleich dazu aber wie Black Beauty aus. Also, sieht genauso aus, nur nicht erschlossen. Wir haben deine Frage zu beantworten. Ja, ist ein Pferd, aber ein richtig schönes Pferd. Es war Schloss Kalkum. Ah, danke schön. Diese Insel, riesengroß, 141 Quadratkilometer, bekommt ihr für 18,7 Millionen Euro. Und damit ist Brammen am nächsten dran. Ich nenne es Wakanda. Ey, da sehe ich Pizmeet Island, Leute. Sollen wir das nicht einfach mal kaufen und da einen Freizeitpark draufsetzen? Nee, dann nehme ich lieber das von davor und jeder kriegt seine eigene Hütte. Im Hintergrund sieht man das Festland, oder? Oder ist die schon so weit draußen, dass man im internationalen Gewässer ist? Ich glaube auch, es ist in der Nähe von La Paz. Du kannst dein eigenes Land daraus machen. Ja, aber deswegen, weißt du, den Berg planieren und dann machst du da, weiß nicht, Freizeitpark. Ja, planier mal einen scheiß Berg. Die kriegen das nicht mal hin, einen Tunnel da durchzubauen, wenn wenn du keine Vorschriften hast, dann geht das, glaube ich, ganz schnell. Dann wird er nicht gebohrt, dann wird das gesprengt. Ja, das ist der Putin, der soll dich mal umleiten, wenn ich da eine Atombombe draufhaue. Ja, ich würde das verkaufen als Land, wo man die Atomreste deponieren kann. An Nordkorea kannst du Atomtests drauf machen. Wir kommen zur letzten Insel. Da wird sich Mexiko Brammen freuen, wenn Nordkorea direkt daneben Atomtests macht. Brammen und Jay sind punktgleich. Beide drei. Christian 2, Sepp 1. Wir haben noch eine Frage. Das heißt, der Sieger könnte sich hier noch rauskristallisieren. Nicht letzter. Runde Nummer 10. Und das ist Insel Nummer 10. Und die sieht so aus. Oh, Alter, das ist Korabora, oder? Was ist das da in der Mitte, was so aussieht wie so ein Streifen da oben? Das Auge der Welt. Vielleicht klären wir das gleich. Es ist Big Darby Island, 224 Hektar groß, in den Bahamas, Karibik. Oh. Da findet ihr diese Insel, eine zauberhafte Insel laut Exposé. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sie liegt in einer der schönsten Regionen der Bahamas mit herrlich weißen Sandstränden. Sie bietet ausreichend Platz für eine Landebahn. Wahrscheinlich ja, ist er das, ja schon da oben links. Ja. Ja, das war mal eine, das war bestimmt zum Schmuggeln. Ja, und weil da überall Kokain angebaut wird. Nein, aber das wird dann zwischengelandet. Ist in der Barry, Nähe von anderen weltbekannten Inselressorts, die auch eine Landebahn haben. Den Film? Nicht? Da ist auch Kokainschmuggel. So, das sah genauso aus in dem Film wie da. Sie liegt etwa 400 Kilometer von... Liegt die im Blue East? Ja, East Blue meinst East du. Blue. Ach, East Blue, scheiße. Verdammt, also, ich wollte einen Anime-Witz machen, ey. Kacke. Mann, ich wollte mal einen Witz machen. Sie liegt 150 Kilometer südlich von Nassau, 22 Kilometer entfernt von der Insel Great Exuma und etwa 400 Kilometer von Miami entfernt. Das da ist ja um die Ecke. Drumherum noch 360 andere Inseln, die sich so wie so eine Perlenkette anreihen, das sozusagen. Das ist ja total voll da. Ja. Und nichts Besonderes mehr. 66 Kilometer Küstenlänge. Ah, ich hab schon getippt, Alter. Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Die Insel bietet, wird sehr oft erwähnt, dass man da eine Landebahn draufbauen kann. Also bis zu 1500 Meter lang. Nicht vernünftig dahin. Ist da in der Mitte der See Süßwasser? Das wäre nice. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das steht hier nicht. Also hier steht. Mindestens Brackwasser, hätte ich gesagt. Das ist bestimmt Seewasser. Da ist ja keine Quelle, oder? Ja, der einmal Flut und dann ist, nicht, das, dann ist der kleine weiß. Nüppel da überschwommen. Hier steht, es verfügt über einen natürlichen Tiefwasserhafen, Sepp. Das könnte dann interessant sein, wegen Schiff anlegen.
Ja, da hinten fahren auch zwei so Speedboote oder so, ja, oder? Nordwestlich von der Insel. Ja, irgendwie also, sowas. Ja, und was man hier nur kaum erahnen kann, da ist ein Schloss, das ist, glaube ich, oben so in der Mitte. Nein. 650 Quadratmeter groß, was? 1938 von Sir Baxter auf einer Anhöhe erbaut. Hey, Junge, wenn ich die Insel kaufe, suche ich erstmal die Kreuze ab auf der Insel und grab da. Aber also ganz ehrlich, so von der Größe 600 Quadratmeter knapp an Wohnfläche und das sieht so mini aus. Ja, ja, wie gesagt, 66 Kilometer Küstenlänge, also einmal rum 66 Kilometer. Das Ding ist größer, als ihr, glaube ich, denkt. Das ist größer als das Saarland, ja. 224 Hektar, ja, das ist echt nicht wenig. Ja, aber das ist ja aber 204, diverser. Das ist ja deutlich kleiner als die Insel gerade. Ja, ist deutlich kleiner, aber schon eine der größeren Inseln. Die liegen wirklich sehr viel wert, dass man da mit dem Flugzeug rumfliegen kann. Da sind auch ganz viele Flugzeuge. Ja, aber du kannst doch, du brauchst doch, also wenn man ganz ehrlich ist, braucht man doch überhaupt keinen Flughafen, weil du kannst doch mit dem Wasserflugzeug da landen. Ja, aber Wasserflugzeug ist eingeschränkt, damit bist du nicht so schnell. Ja, dann musst du auch wieder so weit laufen, weißt du, mit der Landebahn kannst du direkt vor deinem Schloss landen. Mit deinem Privatjet. Ja, du kannst ja in dem Auge landen mit dem Wasserding. Ja. Also an Neymar-Stelle. Da ist ja auch immer schön ruhig vom Wellengang. Die höchste Schätzung kommt von Jay, 120 Millionen Euro. Dann die nächste Schätzung, das ist halt übel random. Ja, weiß ich auch nicht. Kommt von, jetzt weiß ich nicht, Bram. Du hast, also die Bepunktung ist falsch, aber ich denke, du hast wieder eine IP. Okay. Bramens Schätzung ist die zweithöchste, 69.420.000. Das ist eine gute Spannweite bei mir. Das ist jetzt 65 Millionen wert. Komm. Die nächste Schätzung kommt von Sepp mit 69 Millionen und Christian sagt das auch. Oh, was? Ich bin Letzter. 80 Millionen wert sein, oder so? Nein, die kostet 67 Millionen. Diese Insel kostet. Bitte nicht. 32,7 Nein. Millionen Euro und damit so wenig nur. Christian und Sepp bekommen den letzten Punkt und damit schließt Christian auf zu Bram und Jay. Wir haben drei erste Plätze. Ich bin zweiter Platz. Awesome. Vierter. Und Sepp ist Vierter. Zweiter. Alle Erster und du bist Vierter. Da musst du dir bei der Olympischen, bei der Vergabe von der Medaille vorstellen, stehen drei auf dem Ersten und auf dem Treppchen daneben steht der andere. Ja, so ist das hier. Guck mal, jetzt haben wir wieder sehr schöne Insel geshoppt. Schade, dass Peter nicht dabei war. Der hat das natürlich alles exakt geraten. Aber ihr habt das, finde ich, auch sehr gut gemacht. Vielen Dank an Marielle fürs Vorbereiten. Dankeschön. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.